Da sind auch die Bilder da, wo die Stasi-Offiziere gesessen haben sollen. Als sie zu mir kamen zur Absprache, habe ich gesagt, wenn ihr euch blamieren wollt, macht's. Aber ich sage, ich kann euch jedes einzelne Bild widerlegen bis zum letzten. Liebe Genossinnen und Genossen, der Geist ist willig, Fleisch ist schwach. Das Alter fordert sein Tribut. Das ändert nichts daran, dass wir aktiv bleiben. Das auch in der nächsten Zeit. Deshalb will ich einige Sachen zur gegenwärtigen Situation und dem, was wir tun können, was ich persönlich tue. Ich bin kein Freund von den Leuten, die da sagen, wir müssten was machen. Ich muss was machen. Und dann kann man über das Allgemeine reden. Viel zu viel wird geredet, wir müssten. Ja, wir müssten, das ist so schön allgemein. Von mir aus gesehen, es gab in diesem Jahr drei große Interviews, die recht interessant waren. Der eine oder andere hat vielleicht gesehen, die Sendung Schicksalsjahre in Berlin, einer Schicksalsjahre einer Stadt. Da hatte ich die Ehre, die erste Folge mitzugestalten. Ich habe mir Mühe gegeben, das Echo, was ich erfahren habe, war eigentlich positiv. Es ist immer schwierig, das muss ich sagen, in dieser Gesellschaft das an den Mann zu bringen, was wir möchten. Aber man muss das Risiko eingehen. Wenn man nichts tut, überlässt man dem Gegner das Feld. Und das geht gleich gar nicht. Also man muss seine Versuche machen, überall einen Fuß in der Türe zu haben. Das zweite Interview, online, Zeit online, also ein Interview für junge Menschen war das, wo es vor allen Dingen darum ging, warum kam es zum 13. August bis hin 89. Eine sehr interessante Geschichte. Interessant immer deshalb, weil die Leute, die vor einem stehen und die Fragen stellen, blutjung sind, mir gegenüber zumindest. Ich bin 25, 30 Jahre alt. Die haben hinterher gesagt, Mann, ich habe in der ganzen Schulzeit nicht so viel erfahren wie heute in den 2,5 Stunden. Weil, und das ist unser Vorteil, den wir nutzen müssen, wir immer noch von Tatsachen sprechen können, die wir erlebt haben. Sie reden über Dinge, die Ihnen gesagt worden sind, die Sie irgendwo gelesen haben. Und die Überzeugung von dem, der das erlebt hat, ist eben doch eine ganz andere als die von dem, der etwas erzählt. Das dritte Interview, geheimnisvolle Orte. Es ging ums Brandenburger Tor. Interessanterweise die Anfrage kam über Stiftung Berliner Mauer. Da bin ich also im Zeitzeugenregister registriert. Deshalb die Anfrage an mich. Ich habe gesagt, ihr müsst darauf rechnen, von mir kriegt ihr keine Zeitgeistaussagen, sondern ich sage das, was gewesen ist. Es war mehr als interessant. Sie sind reingeflogen auf einen Artikel von 1990 in der BZ. Wir haben heute eine Vertreterin von der BZ hier. Das hat natürlich mit ihr überhaupt nichts zu tun. Die war damals sicher noch gar nicht bei der BZ oder hat mit dem Artikel, denke ich, nichts zu tun. Der Hausmeister, der damals am Brandenburger Tor war, also nach 90, erkannt, BZ lüftet das Brandenburger Tor-Geheimnis. Ein Saal über Berlin. Es geht ums Brandenburger Tor, um den Raum, der unter der Quadriga ist. Jeder, der von Bau ein bisschen Ahnung hat, der kann sich vorstellen, dass das niemals massiv sein kann. Das Ding würde zusammenbrechen. Keine 14 Tage wird es halten. Also es ist ein Riesenhohlraum, ein Riesensaal. Angeblich wurde der von der Staatssicherheit über Jahrzehnte genutzt, um Ost und West abzuhören. Da sind dann so Bilderchen drin, wo Leitungen an der Wand waren und so weiter. Da sind auch die Bilder da, wo die Stasi-Offiziere gesessen haben sollen. Als sie zu mir kamen zur Absprache, habe ich gesagt, wenn ihr euch blamieren wollt, macht's.
Aber ich sage, ich kann nicht jedes einzelne Bild widerlegen bis zum letzten. Interessant war, am Ende, als wir die Sendung gedreht haben, habe ich gefragt, wann wird denn das nun gesendet? Am 9. November nicht mehr. Das war eigentlich vorgesehen für den 9. November. Sondern Anfang nächsten Jahres. Wir sollten uns keine Illusionen machen, diese Kampagne geht ja bis Ende nächsten Jahres, mindestens bis zum Jahrestag der sogenannten Vereinigung. Der Raum, in dem unsere Ausstellung über die Feindtätigkeit war, das ist angeblich der Raum gewesen, wo die Stasi-Offiziere gesessen haben und ihre Arbeit gemacht haben. Der Blödsinn geht so weit, dass man behauptet, dass Napoleon da oben drinnen Menschen foltern ließ, deren Schrei bis unter den Linden weit und auch im Tiergarten zu hören war. Ich muss euch sagen, da oben drinnen könnt ihr das größte Konzert machen, da hört unten kein Mensch was davon. So dick sind die Wände. Aber das gehört eben zum Märchen dazu. Noch ein Stück besser. Zu Zeiten des preußischen Königs wurden dort unten, da oben drinne Feste gefeiert mit geladenen Gästen. Wer sich das Brandenburger Tor ansieht, der weiß, wie flach die Dächer des Seitenflügels sind, durch die man kriechen muss, um überhaupt ans Hauptgebäude zu kommen, an die Treppen, die dann hochgehen. Das alles haben wir jetzt gefilmt von der Akademie der Künste aus. Da hat man das Brandenburger Tor dann genau vor sich. Ich habe gesagt, Sohne, guck mal raus und erklärt mir mal, wie dort die Leute hochgekommen sein sollen. Ich sage, so könnt ihr euch, wenn ihr wollt, blamieren. Ich kann nicht sagen, was da oben war, weil es Probleme gab mit der Sicherheit ausländischer Gäste. Ich war doch nicht nur für die Information verantwortlich am Brandenburger Tor, sondern in der letzten Konsequenz auch für die Sicherheit der Gäste. Es gab also Leute, als Arafat kam, war mir nicht wohl, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man nie feststellen kann, ob im Tiergarten irgend auf einem Baum ein Scharfschütze saß. Also habe ich gesagt, wir müssen das industrielle Fernsehen nutzen. Wir haben doch die technischen Möglichkeiten. Nun gut, sie war lange, lange war das technische Fernsehen da, deswegen diese Einrichtung, Leitung und da oben. Es wurde leider erst genehmigt, als Professor Honecker bei Kohl war. Warum, weiß ich manchmal nicht, so wie ich oder wir so manche Entscheidung bei uns nicht nachvollziehen können. Aber das sind Dinge, im Nachhinein ist es leichter darüber zu reden, als zu den Zeiten, als es entschieden werden müsste. Also ihr seht, wenn man was tut, kann man sogar ein bisschen was verändern. Die Sendung, der Sendeplan, nach meiner Meinung, so sehe ich das, muss etwas verändert werden, weil das nicht ganz so funktioniert, wie man sich das gedacht hat, wie man wieder mal die Staatssicherheit an die Wand stellen könnte. Eine Seite. Ein zweites, das ist noch interessanter. Ich kriege Anfang Oktober einen Anruf aus Paris. Man möchte mich einladen zu einer Veranstaltung am 9. November. Ich habe gesagt, wissen Sie, über solche Dinge rede ich nicht am Telefon. Wenn was ist, dann schicken Sie mir das bitte schriftlich. Es kam postwendend ein Schreiben, offizielle Einladung der Stadt Paris zur Veranstaltung am 9. November, 30 Jahre Maueröffnung. Gut, die Formulierung, das muss man Ihnen übel nehmen. Ich habe mir das losgelesen. In meinem Französisch schabert das natürlich, aber ich konnte auf jeden Fall rauslesen, der Redner ist der deutsche Botschafter in Paris. Und während der Veranstaltung haben zwei Bürger aus Deutschland ihre Meinung zu sagen. Und komischerweise bin ich einer davon. Und die Gelegenheit habe ich dann wahrgenommen. Da habe ich gesagt, gut, das ist günstig, vielleicht klappt das, dass man dem Botschafter sagen kann, dass es so nicht ganz ist, dass man das ein bisschen korrigieren muss. Es ist heute schwer zu sagen. Der Botschafter, ich nehme an, dass er so schlau ist und sich genau erkundigt, wer kommt denn aus Deutschland, West, Ost,
Und dann sagen wir, also wir müssen sehen, dass wir dem Ganzen auch irgendwie das Wasser abgraben. Deshalb habe ich gesagt, ich habe auch mit Hans Rüger gesprochen, ich habe einen Plan B. Ich werde diesmal, entgegen meiner Gewohnheiten, ich bin gewohnt frei zu sprechen, ein Schreiben ausarbeiten, und wenn Sie versuchen, den anderen so lange sprechen zu lassen, dass für mich keine Zeit mehr ist, dann werde ich aufstehen, Ihnen das in die Hand drücken und die Tribüne verlassen. Damit jeder sieht, da ist was nicht in Ordnung, aber gleichzeitig hat die Presse dann auch die Sachen in der Hand. Eine Möglichkeit, die wir, glaube ich, selten erhalten werden. Deswegen sind wir uns alle der Meinung, das ist richtig, das wird genutzt. Für mich war problematisch, ihr seht das ja selber, der Körper will nicht mehr ganz so, also alleine ist das schwierig. Ich hatte also gesagt, ich bitte darum eine Begleitperson. Die Direktorin, die das mit mir besprochen hat, auch zu Hause, die hat sofort gesagt, keine Frage, es wird alles, was Sie wünschen, gemacht. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe den Harald Henschel angerufen. Es hat keine Minute gedauert, bis er gesagt hat, mit dir fahre ich mit. Er wird mich also begleiten. Ich habe also jemanden, der mir körperlich zur Seite steht. Und gleichzeitig haben wir bei dem Gespräch bei mir zu Hause ausgemacht, dass wir neben dieser offiziellen Veranstaltung eine Veranstaltung machen in Paris im Raum, wo dann interessierte Leute, Journalisten und andere die Möglichkeit haben, ihre Fragen zu stellen. Diese Veranstaltung, die ist mir wichtig. Und da ist der Harald Henschel dann auch ein wichtiger Partner, weil er ja die Probleme Staatsgrenze West viel besser kennt, als ich sie kenne. Also, ihr seht, es hat seinen Sinn, was zu tun. Auf die Frage, wie kommen Sie auf mich, ich muss vielleicht noch ein Wort sagen, das ist eine Einrichtung, die auch für die Europäische Union arbeitet, Umrahmungen und ähnliche Dinge mehr. Hat sie gesagt, ich habe die Sendung gesehen, daheim, Sache, Mauer, und da sind sie aufgetreten. Und da haben wir gesagt, das wäre der richtige Mann, der zu einem Jahr einen Abend sagt, den nehmen wir für diese Geschichte. Ich sage, und die Leute, die was zu sagen hatten, sagt sie, bei uns ist das meistens so, dass die da gar nicht drauf gucken, wer das ist. Die überlassen uns das und die Sache ist erledigt. Also wir haben eine Möglichkeit, in Paris unseren Standpunkt darzulegen. Und ich möchte nochmal betonen, selbstverständlich treten wir dort auf als Mitglieder der GRH. Also wir sind nicht schlechthin Oberstleutnant AD, sondern wir sind Mitglieder der GRH, die ihre Ziele hat und dafür kämpft. Das wollte ich euch mal sagen, um deutlich zu machen, kämpfen lohnt sich. Natürlich gibt es viele Rückschläge. Es gibt auch manches, wo ich Interviews gegeben habe und die 2 Minuten, die rauskommen, nicht das sind, was ich mir gedacht habe. Das wird manchen anderen genauso gehen. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, das ist nun mal die heutige Zeit. Wir müssen kleinere Brötchen backen, aber wenn wie bei dieser Sendung Geheimsache Mauer 5 Leute sind, und die am Ende sagen, also das war richtig schöner Geschichtsunterricht, den wir hier gehabt haben, dann sind es 5, die anfangen zu denken. Und die 5, die zu Hause vielleicht sagen, Mensch, ich habe heute Dinge gehört, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wenn man denen erzählt, dass 1952 eben die Nazis schon wieder in ihre Position kamen und bei uns die Rheinemann-Frau von Staatssicherheit immer noch Schwierigkeiten hat, das kann wohl nicht wahr sein. Es ist aber so. Und wenn wir eben sagen, wer hat denn die Reparation bezahlt, wer hat die Schwierigkeiten nach 1945 gehabt und so weiter. Es bleibt eine Tatsache, wenn man es miterlebt hat, hat man ganz andere Argumente wie der, der nur nacherzählen kann. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Applaus